Hallo, liebe Freunde, und herzlich willkommen. Was lachst du so dreckig, ey? Ja, das kam jetzt mit Gefühl so, weißt du, die Macht. Das war kein Gefühl. Nicht. Ey, ich war gestern Erster, ja, das ist doch die Macht, die in mir ist. Auf jeden Fall, ich grüße euch, liebe Zuschauer, und ich freue mich, dass ihr dabei seid, und heute geht's weiter hier. Wir sind jetzt diesmal Rebellen, müssen verteidigen, und mein treuer Diener und Partner, Onkel Gamerschicke P ist mit dabei. Hallo. Und er war um Platz 14 oder so, ihr wisst ja, aber so ist er nun mal. Nee, Quatsch. Geh mal los, oder was? Ja. Bereit, tritt. Ah ne, Beitritt, Shitter. Bereit, tritt. Gibt auch ein Problem. So? Es wird, wir können ja gar nicht machen, weil er wartet auf Spieler, 27 Stück. Ach so, ja, dann gehen wir raus. Hier will keiner mehr spielen. Dann gehen wir raus. Ich kann das Einzige, was ich noch anbieten kann, ist, ich könnte anbieten. Ich guck mal schnell. Ich bin jetzt mal wieder im Menü. Ich glaube, Jakku müsste fertig sein, glaube ich. Dann könnten wir Jakku machen. Plus Jakku. Aber ich guck gerade. Ich bin jetzt rausgegangen, weil wenn das voll ist, ist ja Quatsch. Du musst eh Spiel nicht starten. Ach so. Nee, kann so. Jakku wird ist offen. Ist drin schon. Ja, ich kann alles machen. Wendepunkt, alles offen. Okay, dann machen wir Wendepunkt gleich mal. Ja. Dann die neuen Spielmodi? Ja, lad mich einfach ein. Du weißt ja, wie das läuft. Es lädt dich von alleine ein. Genau, du weißt ja, wie es läuft. Gut, Leute, dann seht ihr heute Jakku, Schlacht von Jakku. Oder was auch immer für Punkte davon passiert. Die imperiale Flotte verteidigt sich gegen einen entschlossenen Angriff der Rebellen auf Jakku. Mhm. Ich bin da. Und du? Ja, ich komm. Ich auch. Ich bin Rebelle. Da. Rebelle! Sind wir jetzt an dem Team? Da oben. Ja. Boah, die Maps. Normalerweise sieht ja, mega aus. Ja. Friedhof der Giganten. Ja, das ist eigentlich wie alle anderen, wir müssen ja irgendwelche Punkte einnehmen. Ja, stimmt. Ja, ist halt eine Mac, ne? Aber die hat, glaube ich, auch oben im Himmel, so was? Wie ich sehe, große Schlachten. Ja, das ist halt ein Jakku, ne? Eigene Mac? Ich sag, eine eigene Map ist das. Das ist eine eigene Map. Aber ich sag gerade, der Himmel ist ja voller Laserstrahlen und dicken, fetten Schlachtschiffen. Ich glaube, ich stelle mich jetzt einfach dahin und wir werden 15 Minuten uns den Himmel angucken. Was haltet ihr davon? Okay. Gar nichts, oder? Ich gehe mal rein ins Spiel. Wieso bist du noch nicht drin, ey? Wendepunkt. Ich meine, ich bin noch nicht drin. Das dauert im Laden bei mir so. Ich habe auch die PlayStation 4. Kann man ein bisschen schneller laufen. Eroberung. Hast du eine Highspeed PlayStation 4, oder? Nee, aber ich habe besser Sinn noch nicht. Achso, daran nichts. Ah, okay. Dann nehme ich zurück, die PlayStation ist so gut. Das andere ist, meine Internetverbindung ist ja. Sagen wir mal. Scheiße. Wenn wir es mal ausdrücken wollen. Tipps: Versuche möglichst tief zu fliegen, um unachtsame Gegner auszuschalten. Aha, aber wenn ich tief fliege, knalle ich immer gegen. Alter, ich gehe hier über den Hügel drüber und werde sofort abgeknallt. Sofort. Aber ich bin immer noch im Ladebildschirm. Jetzt komm, jetzt lass mal langsam mal hier den Gamer raus, ey. Was ist denn da los, ey? Geh mal. Ohne Witz, ey. Bis das geladen ist, ist ja der Weihnachtsmann vom Baum gefallen. Baum? Und wieder hochgeklettert. Boah, ich bin immer noch bei Tipps, Tricks und die Hose runter. Ja. Okay, wir gehen den Friedhof durch. Was sehen wir? Ein Sternzerstörer, der am Boden liegt. Er hat sogar noch die Düsen an. Auf dem Boden sind viele kleine AT-ATs zerstreut. Und wir haben Sand. Können wir also eine Burg bauen? Bist du wieder da? Ich bin immer noch am Ladebildschirm. Ach, da kommt, da ist doch ein Fehler, ey. Da stimmt doch wieder was nicht. Was ist denn da jetzt wieder los? Och, Mensch. Kann man nicht einmal vernünftig zocken hier wie ein normaler Mensch? Nö, nicht mit mir. Ja, ist das herrlich, oder? Wir haben heute den Part, wie ich nenne ihn, den Wendepunkt. Ja, das ist echt ein Wendepunkt gerade hier. Soll ich mal raus und wieder rein? Was ist denn da jetzt los? Ich habe bald alle Tipps durch. Ja, meine Lieben und Herren, in diesem Part könnt ihr alle Tipps unten lesen. Komplett 350 Tipps, die aufgezählt werden, können wir jetzt nacheinander uns durchlesen, weil der Ladebildschirm geht bis morgen früh. Ja, ich bin immer noch drin, also es scheint so, als hätte ich einen Fehler. Das gibt's doch gar nicht. Was ist denn mit den Leuten los? Die stehen neben Feier. Jo, was soll ich tun, Onkel? Ich kann nichts machen, ich bin immer noch Ladebildschirm, also da kann ja irgendwas. Man muss halt mal spielen, weil er so wieder reinkommt, wieder reinkommen. Ja, kann ich denn so beitreten bei dir? Ich hoffe. Dann bin ich jetzt mal auf Anwendung schließen, meine lieben Damen und Herren. Ganz kurz, ich starte direkt das Game wieder, aber das hat ja keinen Sinn, wenn ich jetzt 3 Stunden Ladebildschirm laufen lasse. Ach Mann. Naja. Ihr hört ja,
wie der Onkel redet über die Schlacht und was da so abgeht. Spürt ihr das? Onkel, sag mal was darüber, wie ist es so? Ne, ich sag doch gar nichts. Ja eben, das ist ja das. Ne, ich sag auch nichts. Willst du bei mir gucken? Wundervoll. Ich bin jetzt gerade wieder ins Game rein und ich sehe gerade... Ich wurde gerade abgeschossen. Kannst du mich einladen? Wie soll ich dich denn einladen, Rivano? Indem du mich einlädst. Partner auswählen, in Party einladen, habe ich dich doch schon. Ja. Achso, bin ich sogar drin. Kann ich dabei sein? Warte, ich müsste dich mal noch... Ja, ich komme. Ich komme! So, ich hab dich, ja, als, ich hab dich, du musst ja. Dreieck drücken. Hab ich. Ich bin dein Partner. Aber das Spiel ist voll. Du bist Spieler 1 von auf der Warteliste. Okay, das heißt, wenn einer rausfliegt aus Versehen, kann ich reinkommen. Aber die Chancen werde ich wahrscheinlich nicht haben, ne? Keine Ahnung. Du bist Spieler 1 von 1 auf der Weltkarte. Sonst, liebe Freunde, wenn das jetzt überhaupt nicht läuft, wir haben jetzt schon, na gut, sind erst 6 Minuten, noch kann ich durchgehen. Aber wenn da jetzt gleich 15 Minuten stehen, ich habe mal nichts gerissen, dann werdet ihr wahrscheinlich die Spielsicht von Onkel sehen. Dann habt ihr wenigstens was zu sehen, ey. Das ist ja scheiße, ey. Die ganze Zeit nur Ladebildschirm. Spiel ist voll. Du bist Spieler 1 von 1 auf der Warteliste. Ja, ist schön, dass ich die Nummer 1 bin. Ne, wie war das? Ich bin die Nummer 1 von den Letzten, oder? Ja, und sonst, Onkel, was treibst du so? Kannst du ruhig mal ein bisschen... Ich werf gerade eine von... Aua. Okay. Ich quatsche gerade mit R2D2. Der guckt mich gerade so an. Ganz entsetzt. Kannst du jetzt rein? Nein. Ansonsten starte ich nämlich auch das Spiel einfach nochmal. Aber ich bin gerade so gut. Du bist Spieler 1 von 1 von der Warteleiste. Wir nehmen einen Kontrollpunkt in Besitz. Ach Mann, ich glaube, da geht keiner mehr raus. Ich kann's voll vergessen, ja. Und bei mir sagen jetzt die ganzen Punkte weg, wenn ich rausgehe. Ich komm scheiß drauf. Ja, ich gehe wieder ins Menü. Hat keinen Sinn. Beenden, so. Ich denke mal, es liegt einfach daran, weil der Patch ja vorhin während des Games hochgeladen wurde. Oh Mann, ich war gerade so gut, ey. Ja, du bist immer gut, Onkel. Deine Mutter. Meine Mama ist auch gut, ich weiß das. Ja, das sind diese normalen Standard-Mama-Witze, die gibt's ja auch überall im Internet zu lesen. Oder Chuck Norris-Witze oder Franz Beckenbauer, habe ich jetzt einfach so erwähnt. Und Onkel-Witze. So, ich reinkommen. Bin drin. Ja, ich komm. Ja, du musst mich wieder einladen mit Dreieck. Nee, du musst mich... Doch. Was? Ja, du weißt doch, reinrufen, ich sehe nichts. Das macht es schon alleine. Negativ. Jetzt kannst du. Sag ich doch. Dreh dabei! Ja, ich Warum bin dabei! Hörst du einfach nicht auf mich? Warum laberst du immer und laberst du Hör doch. Und laberst Online du Online-ID heißt einer da. Endepunkt. Friedhof der Giganten. Nach einer Zerstörung des zweiten Todessterns bündeln die immer noch mächtigen imperialen Flotte ihre Gesamtkampfkraft in die Waffenfabrik auf Jakko. Also das habe ich mich tausendmal verlesen in einem Satz. Die Rebellen haben die Basis allerdings entdeckt und bereiten nun einen Angriff vor, der den Krieg ein für alle Mal entscheiden könnte. Das habe ich mindestens 6 Minuten vorhin gelesen. Könnte. Ja, bei mir auch nicht. Ja, ich bin immer noch im Ladebildschirm. Ich bin jetzt gespannt. Ich hoffe, es klappt jetzt. Ja, ich sehe den Ladebildschirm. Der Wendepunkt. Yeah. Komm, das Ding zu. Ja, ich bin drin. Okay, da war vorhin einfach nur der Bug. Okay, da werde ich mal hier einfach auf Spiel losstarten. Oh mein Gott, das ist so wundervoll. Oh, ich habe was Neues. Was haben wir denn da? Kontaktgranate. Also ich bin schon drin, ne? Im Spiel, Freund. Ich komme ja. Ich komme. Obi-Wan, ich komme. Ja. Boah, die Map sieht so übel geil aus, dass die echt schon übel geil ist. Partner starten. Und du bist mein Partner diesmal. Partner! Das ist ja wie Weihnachten und Silvester zusammen. Mhm. Okay, da hinten. Also wir sind Rebellen. Das habe ich jetzt schon verstanden. Und Butz. Yeah, ich hab AT-ST, AT-ST habe ich gekillt. Holen wir uns den letzten Kontrollpunkt. Kontrollpunkt. Yeah, wir sind echt übelst drauf, die beide. Wir sind... Oh nein, oh Gott, oh nein. Mir ist aufgefallen, dass ich immer noch gar keine... Ich kann nicht schießen, verdammt! Boah, schöne Map, Leute. Schaut euch das an. Das sieht ja wohl mega geil aus, wie das... Boah, guckt euch den Himmel an! Oh mein Gott, die Laserstrahlen. Das ist ja voll... Der ganze Himmel ist ja voller Laserstrahlen. Sowas sollten die mal im Film zeigen. Ey. Mann, die machen immer so geile Dekos da oben. Sowas will ich im Film sehen. Wo bist du denn? Mann. Ich muss den Lukas mal anrufen. Ich muss dir mal sagen, wie so ein Film ablaufen soll. Das geht gar nicht. Und dann werde ich noch Disney. Ja, das ist ja gar nicht. Das ist ja. Die Map hier spielt der jetzt gerade nach.
den alten Star Wars Film und vor dem neuen Film. Ja. Vielleicht kommt das ja in so einer Spin-Off. Das wäre ja echt cool, wenn das so in der Spin-Off mal so eine geile Schlacht kommen würde. Das wäre auf jeden Fall Spin-Off-mäßig geil. Spin-Stuff? Spin-Stuff. Und, ja. Ich auch. Ja, auf jeden Fall. Was denn? Ja. Weil man nämlich im normalen Film, das kann man ja sagen, ist ja kein Spoiler, und liegt das Ding einfach so als Schrott rum da, was ja oben noch leuchtet. Also ich wäre auf jeden Fall dabei. Oh nein, jetzt habe ich gerade grandios daneben geschossen. Kennst du das Gefühl, wenn man daneben schießt? Ja. Yep. Der Gegner dreht sich um und er schießt dich ab. Oh. Ich finde, dass die Rebellen echt lustig aussehen. Was ist jetzt hier für eine Waffe eigentlich? Was ist eigentlich unser Missionsziel? Ich habe da drei dicke Pfeile und einen roten Punkt. Was müssen wir jetzt hier überholen? Das ist doch Eroberung. Ach so, nur Kontrollpunkte einnehmen. Das ist nicht nur Kontrollpunkte einnehmen. Das ist die letzte entscheidende Schlacht. Das ist wichtig. Da kannst du doch nicht sagen, wir machen nur Kontrollpunkte einnehmen. Ja, ich bin eh Imperium-Fan, so weißt du, aber wir sind. Achso, ja, das passt ja. Fan. Oh, ich wurde getötet. Also, Revano ist auf Deutsch gesagt ein Nazi-Fan. Nein, Quatsch. Ich mag dir einfach die böse Seite. Ja. Wenn also, sich genauso aufbaut wie die Nazis und dir gefallen dann also auch die Nazis. So. Ich würde auch nicht Star Wars als Nazi vergleichen, damit würde ich gar nichts so tun. Was sagt ihr, dass Star Wars ein Nazi ist? Bist du bescheuert? Ja, hast du gerade gesagt? Nein, ich habe gesagt, das Imperium ist aufgebaut wie die Nazis. Ich habe nicht gesagt, dass Star Wars Nazi ist. Ja, gehört aber dazu, das Imperium. Ja, und ich bin dagegen, gegen das Imperium. Gegen Imperium. Imperium. Magst du die nicht? Nee. Okay. Naja. Warum sollte ich die Bösen mögen? Keine Ahnung, ist ja nur ein Spiel. Ja, und das ist nur ein Spiel, das siehst du mal, ach, das ist ja nur ein Helm und ach, das ist ja nur eine Waffe. Aua, wir haben verloren. Naja, so steigert sich das und irgendwann bist du dann ein Muddy-Killer. Oh, wir haben beide 4, okay? Aber ich habe 4 Tote auch. Oh Gott, ich bin so schlecht! Lalalalala. Na, wir sind ja auch am Ende reingekommen, wir müssen mal von Anfang an starten. Dann läuft der da, der läuft der Hase auch. Also eins machen wir noch und dann ist... Verguckel. Ich hab ja jetzt gar nichts gemacht. Aber das mit dem Jakku ist echt cool, muss ich sagen, ja? Ja, Jakku ist. Diesen Modus hier, aber ja. Mir macht aber mehr Spaß natürlich bei den Rebellen, aber. Weil hier echt das Imperium leidet. Auf der Map. Naja, aber die haben ja gerade gewonnen. Du auch gerade im Ladebildschirm? Ja. Wir haben gewonnen. Wir haben verloren, da stand doch Niederlage. Quatsch. Sicher. Quatsch. Ach, guck dir das Video an. Was siehst du das in ganz großer Aufnahme? Ja. Hallo. Aha. Okay, wir machen mal jetzt hier. Die will ich auch hier haben. Mhm, ich habe mal eine Waffe gekauft für viel Geld. 1550. Ich habe jetzt eine, die mir richtig gut gefällt. Die will ich auch haben. Ja, ich habe eine ausgerüstet. Ich habe jetzt mal das fette MG, was du auch hast. Mal gucken, wie das ist. Einfach nur mal zum Testen. Das ist doch gemein, ey. Wieso? Ja, weil ich das gerne gleich testen würde, die Waffe, und nicht erst noch eine Runde warten müssen, bis ich jetzt die Waffe dann kaufen kann. Hast du zu spät gedrückt, oder was? Nein. Aber wenn ich die Waffe... Ich kann ja jetzt die Waffe nicht kaufen. Ich kriege ja erst Geld am Ende der Runde. Ah! Mach immer, du! Ah! Weg hier, weg hier! Ja! Dreh dich um! Dreh dich um! Du Muschi, Klaus. Ba 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 ba. Wir sollen verteidigen, Freund. Ja, ja, tu ich doch. Wie soll ich auch tun? Verteidige dich mit meinem Leben. Vom Feind erfasst, was? Oh, hast du einen Raketenwerfer. Wie mega geil ist das denn? Ich hab keinen Raketenwerfer. Boah, ist die schnell, die Waffe, aber die zieht ja ordentlich weg. Was sind denn die Feinde? Was ist denn hier los? Keine Ahnung. Boah! Übel, die Waffe, übel! Geh hinter an das Geschütz! Oh Gott, Granaten kommen! Oh Gott, ich bin tot! Aiden B hat mich gekillt, die Granate kam. Ah, ich bin hinter dir! Hallo! Huhu.
Kann ich irgendwie ein AT-AT spielen? Kann ich zwei AT-AT spielen? Nein. Kann ich fünf AT-AT spielen? Nein. Also ist total sinnlos. Ein kompletter Bodenkampf, oder? Nee, aber du kannst schon AT-AT spielen, keine Ahnung, wo der ist. Achso. Ist mir egal, ich will nicht so ein Ding, gehe ich jetzt hier gerade. Das macht gerade Spaß hier im Bodenkampf. Naja, ich bin auch ganz begeistert. Daniel, du bist. Oh. Ich bin ja echt begeistert, kein Witz. Ich habe gerade mit meiner neuen Waffe habe ich echt viel Spaß. Aber ich wurde gerade von einer Panzerfaust getroffen. Das macht keinen Spaß. Ja. Ich bin hinter dir. Was ist denn los mit den Leuten hier? Das gibt's doch gar nicht. Weil die sind stehen hier echt. Was, bist du adipös? Nein, die sind nervös. Nein, nervös. Boah, die werfen nur noch Granaten, die kleinen Vollpelze. Oh Mann, ich krieg ja gar nichts zu Potter, ey. Das ist ja wieder Wahnsinn hier. Los, das wird hier dort übernommen. Komm, los, ran mit uns, ran mit uns. Oh, wir haben fast einen Verlust. Wir müssen zum Verlust. Da bin ich doch gerade auf dem Weg. Granate kommt. Wir verlieren einen Kontrollpunkt. Jawohl, Sir. Oh, der hat mich mit einer Panzerfaust. Nummer 1 Gamer, der ist gut, der Typ, ey. Ich glaube, der spielt jeden Tag von morgens bis abends und dann schläft er kurz eine Stunde und dann zockt er weiter. Wir sind aber hier wieder am Verteidigen, bleib einfach hier. Ja. Ich hole mir aber eben kurz das Ding hier. Du bist ja gar nicht mehr bei mir. Wo bist denn du schon wieder? Meine Fresse. Keine Ahnung. Mit dir kann man aber auch Teamplay machen, das ist der Wahnsinn. Du bist ja hinter mir, da. Ja, jetzt bin ich hinter dir, weil ich gestorben bin. Ja, ich auch. Du schreist nur verteidigen, verteidigen, verteidigen. Mhm. Ja, ich hab den Gamer Nummer 1 getötet. Das ist so schön. Ich hab mich gerecht für meine Qualen, die er mir angetan hat. Angetötet. Oh, der hat mich getötet. Wie das denn? Ach nee, das war ein anderer. Das gibt's doch gar nicht. Kann ich mich zu dir porten? Nein, komm mal wieder ins Game. Ich will mich zu dir porten. Ich bin doch schon lange im Game. Warum kann ich mich nicht zu dir porten? Mann. Mein Gott. Partnersuche, die funktioniert überhaupt nicht. Wozu hat man denn... Oh, jetzt wurde ich vom Flugzeug getötet. Oh. Für einmal will ich nochmal ganz normal töten hier. Nein, nein, nein. Hier, dreimal los hier rüber zum Verlust. Dreimal rüber zum Verlust. Hm. Komm. Zweimal steht da. Ja, jetzt. Heißt das, zwei Mann sollen da hin, oder was? Keine Ahnung, was das bedeutet. Achtung, Onkel. Ja, hast gesehen, wo es herkommt, ne? Schießen ab. Ja, ich hab's gesehen. Boah. Alter, ich werd hier von allen Seiten belümmelt hier. Boah, die Waffe ist ja mega genial, ey. Also, jetzt kann ich mich wieder zu dir porten. Ist komisch, vielleicht darf man das nicht so oft. Dass die dann sagen, so nach dem Morgen. Muss doch funktionieren. Aufpassen, Lümmel. Oh mein Gott. Oh, ich sehe, wo du wohnst. Ich sehe, wo du bist. Ich sehe, was du machst. Und hör doch mal auf, immer so einen Quatsch zu singen, Mann. Ja, ich muss die wegknallen. Was soll ich denn machen? Nein, da brauchst du nicht immer zu singen. Das kannst ist kein Quatsch. Das ist kannst du einfach mal die Frise halten. Koordination war das. Ich habe die Gegner verwirrt. Also einfach mal die Klappe halten, wenn du nichts lässt zu sagen. Ich muss die Gegner verwirren mit meinen Gesängen. Du wirst doch mich. Bist du dir ganz sicher? Mit dem Quatsch. Was? Das ist ordentliche komponierte Songs und das. Ja, ich bin zwar. Mein Casting war 6 Stunden lang. Mann. Orbitalangriff und ich bin mittendrin. Nein, ich will nicht sterben. Ja, da musst du wegrennen, wenn dort steht Orbitalangriff. Ja, ich bin ja schon raus. Ich hab alles ist okay. Bin ich bei hab's dir. Überlebt. Keiner konnte mir was tun. Du guckst genau zum Gegner und schießt dich um. Dann rennst du einfach weiter. Doch, ich hab dich noch weggesniped. Was ist denn da los bei dir? Rakete. Oh, da drüben, der wird angegriffen. Los, schnell rüber zum 5-mal. Ja. Los, ab, 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 ab. Komm. Obwohl wir das ja eigentlich auch mal verteidigen müssten, ne? Ah, fuck, fuck, Alter. Ja, komm, wir gehen rüber. Warte, den kann man noch helfen. Ne? Den müsste ich doch schnell weg.
Granate. Nein, 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 nein. Ich will das nicht hören. Zu spät also. Oh, geil, der wurde gerade gerecht. Der hat mich abgeballert und dann kam so eine Granate angeflattert. Ja, jetzt haben wir nur noch zwei Punkte. Zweimal können wir siegen. Zweimal. Das macht mir richtig Spaß, der Modus. Ja, der ist gut. Das ist halt die Jakku-Modus, ne? Mach mal wieder rumleckt hier. Lecken? Da wird jetzt sicher an einer Stelle gelaufen. Boah, ich hab grad 175 Mann getötet. Au. Boah, das macht richtig Spaß, das ist echt. Und jetzt müssen wir schon aufhören. Jetzt haben wir ein Modus gefunden, was richtig Spaß macht. Und jetzt müssen wir schon wieder aufhören danach. Ja, da kommen ja noch 1 Milliarde Parts. Machen wir auf jeden Fall nächstes Mal direkt weiter hier wieder. Mann, die komischen Verfolgungsraketen gehen mir am Piss. Ich höre nur. Und dann ist er schon da und hat mich abgelutscht, ey. Gibt's ja gar nicht. Boah, wie weit die vorrücken, ey. Was ist denn da los, ey? Leute, macht mal bitte was. Wurde gerade getötet und das gefällt mir nicht. Wurde umgemurkst, abgemurkst, weggesprengt, getötet. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh nein. Ich bin hinter dir. Boah, die sind aber echt übelst weit vorgerückt, die Jungs. Ich hab einen Assi. Zwei habe ich gekillt und dann wurde ich getötet. Ich hab einen Assi, ich hab einen Assi. Hm. Ich geh mal zum Einser. Ah, hier ist ein Zweier, ich geh zum Zweier rüber. Jetzt hat er wieder eins, jetzt ist er wieder Ruhe. Jetzt hat er wieder eins, ich geh mal da rüber. Ein Einser und ein Zweier. Verteidigt diesen Kontrollpunkt. Ja, will die hoffen, dass wir den besetzen. Okay, da wird eigentlich gut. Ja, ich habe einen mit der Granate gefasst. Oh, der geht. Oh, ja gut, ich habe aber Kill Assistant bekommen. Das kann ich gerade noch so durchgehen lassen, mein Freund. Das Rebellenpack besetzt gleich einen Kontrollpunkt. Die Rebellen sind blöde und gehen mir auf die Nerven. Oh nein! Oh, mein Lebensdruck ist schon wieder original. Original fast damage tot. Oh, Nummer 1 Gamer hat mich gekillt, Mann, der Typ, ey. Der riecht das schon, wo ich sitze. Der weiß schon, wo er hinschießen muss und dann weiß ich, ich bin versteckt, da kommt die Granate im Boom. Kapuck. Kapuck, kapuck, kapuck. Meine Fresse! Wie sie Nalko schmeckt, wie sie Nalko schmeckt. The Watch It Boy. It's a beautiful day, it's a beautiful day. Oh, weil die Sniper, die bringt ja auch nichts mehr, ne? Sniper einen voll an und dann kriegt er nur Hälfte Lebensenergie abgezogen, das war's. Boah, voll weggerührt. Oh, die sind schon bei uns hier drüben, hinter uns. Ja, ja, ich sehe schon. Wir verlieren einen Kontrollpunkt. Oh, ihr seid so dumm. Die wollen uns übernehmen. Wir können uns nicht überheben. Hör doch mal auf, oder so ein Quark zu singen, Mann. Ey, ich habe eine schwere Blaster-Serie. Erziele 10 Kills mit schweren Blasen. Du hast die Blaster... Was? Das ist eine schwere Blasenbeschwerde, ha! Ey, so oft war ich noch nicht auf Klo, ja? Schlase Blasen. Schwere Blasen sind. Schwere. Ja, ich weiß, dass wir verlieren. Habe ich auch schon gesehen. Hä? Was für ein Geier ist das denn? Oh nein! Geh weg! Stinkst! Geh weg!
Wow, wow, wow. Boah, die rücken sich auf einmal vor, ne? Da hast du keine Chance. Ja, boah, die Waffe, die verzieht, ne? Das ist der Wahnsinn. Boah. Also eins muss ich den Leuten ja lassen. Die wissen, wo sie hinschießen müssen. It's a beautiful fight. Hör doch mal bitte auf, was du viel zu sagen. Ich sing doch gar nicht, ich hab nur ein Wort gesagt. Und zwar. It's a beautiful fight, zu 3, 4 oder? Ja, gut, ne? Das war ein Klonwort. Hat sich oh vermehrt. Mann, was ist denn los? Warum kann ich dieses scheiß Ding nicht setzen? Oh. Oh. Ich will nicht sterben, Onkel. Mann. Ich will nicht sterben. Boah, hab ich den getötet. Wie ein Profi. Nur besser. Oh, ist das wunderschön. Rivano, ey. Nee, es ist langsam. Was soll ich denn sagen? Ich muss mir einfach mal nichts sagen, wenn dir nichts einfällt. Du musst mich motivieren. Meine Fresse, das ist kein Motivieren, das ist Nerven. Ich muss mich motivieren. Schön, aber dass du mir auf den Sack gehst dabei, das interessiert dich nicht, oder? Ach, du musst ja gar nicht hinhören. Tu einfach so, als würde ich nicht reden, wenn ich singe. Weil dann rede ich auch nicht, sondern nicht singe. Ne? Verstehst du? Ich hab keine Ahnung, ich hau jetzt Energie rein. Ich hab den die ganze Energie abgesaugt. Ich hätte noch 2 Schüsse gebraucht. Und was macht der Wichskopfdreck, Scheißdreck, Mist, Hurenkacke? Mich abschießen. Ja! Aber wir haben gewonnen. Boah, mega geil, Leute. Mega geil. Mega geil. Ja. Und das war's, oder? Das hat richtig Spaß gemacht. So, mein lieben Freund. Ich war dran, oder? Ja. Dann würde ich sagen, mein lieben Freund, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ja, 27 Minuten Part auf jeden Fall wieder ein bisschen länger. War richtig geil mit euch. Mach's kurz und schmerzlos. Lasst auf jeden Fall mal Abos da bei Gamercheck EP und bei mir Revano EP, dann seht ihr noch mehr. Es werden auf jeden Fall noch übelst geile Matches und Schlachten folgen. Dankeschön fürs Zuschauen, ich wünsche euch einen schönen Tag und wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Star Wars Battlefront. So was heißt. Bis dann. Ciao. Tschüss.